Gesù invitò il giovane ricco a lasciare tutto e a seguirlo. Jesus lädt die Jugendlichen ein, alles aufzugeben und ihm nachzufolgen, aber er geht keinen traurigen Weg. Auch ich bin, wie er, von der Nachfolge müde, denn ich habe Angst, alles zu verlieren, und manchmal sind die Forderungen der Kirche schwierig. Heiliger Vater, wie kann ich die Kraft finden, mutig Entscheidungen zu treffen, und wer kann mir dabei helfen? Fangen wir mit diesem für uns schwierigen Wort an: Aufgeben. Etwas aufzugeben bietet Möglichkeiten und schließlich auch Erfüllung, wenn es einen Grund dafür gibt und wenn dieser Grund die Schwierigkeiten rechtfertigt. Der heilige Paulus hat in diesem Zusammenhang das Bild der Olympiasportler und der Athleten benutzt. Um, sagen wir in unserer heutigen Zeit, die Medaillen, in der Vergangenheit sagte man, die Krone zu erlangen, muss man eine harte Disziplin entwickeln. Man muss viele Dinge aufgeben und den Sport, den man betreibt, viel üben. Sie brachten große Opfer und haben viel aufgegeben, weil sie ein Ziel und einen Grund hatten, der es wert war, auch wenn sie am Ende nicht gewonnen haben. So ist es eine gute Sache, sich selber zu disziplinieren und in der Lage zu sein, verschiedene Dinge zur Perfektion zu bringen. Dieses Bild, das der heilige Paulus für die Olympiasportler benutzte, ist auch auf andere Bereiche des Lebens anwendbar. Ein professionelles Leben kann nicht ohne vorherige ausreichende Vorbereitung erreicht werden, die auf die jeweilige Disziplin zugeschnitten ist. Das beinhaltet immer, dass man etwas aufgeben muss. Und dies ist auch für die Künste und alle Bereiche des Lebens wahr. Wir verstehen alle, dass, um ein professionelles Ziel zu erreichen, sei es sportlich, sei es künstlerisch oder kulturell, wir etwas aufgeben, etwas lernen müssen, was den Lebensstil und das Sein selbst verändert. Die Kunst, Mensch zu sein, heißt, wahre Opfer zu bringen, um den Weg des Lebens zu finden, die Kunst des Lebens zu finden. Das Wort Gottes gibt uns dafür Richtlinien und hilft uns, nicht in den Schlund der Droge, des Alkoholmissbrauchs oder der Sklaverei, der Sexualität, des Geldes oder des Geizes zu verfallen. All diese Dinge scheinen in einem Moment freie Entscheidungen zu sein, sind aber in Wirklichkeit nicht Freiheit, sondern der Anfang der Sklaverei, die immer unüberwindbarer wird. Nur diese Verlockungen des Momentes zu widersagen und auf das Gute zuzugehen, schafft die wirkliche Freiheit, die das Leben kostbar macht. In realtà non sono azioni di libertà, ma inizi di una schiavitù che diventa sempre più insuperabile. E superare queste rinunce alla tentazione del momento, andare avanti verso il bene, crea la vera libertà e fa preziosa la vita.